Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial zum Modpack Lightfall. Hier speziell zum Thema Ernährung. Schön, dass mir das Schwein zuhört. Ich hoffe auch noch andere. Dieses Thema spielt ja eine besondere Rolle, denn wie vielleicht einige schon wissen, ist es ja so, dass man die Lebensmittel nicht unbegrenzt zu sich nehmen kann. Das heißt, man kann es natürlich schon, aber die haben natürlich dann nicht endlos die gleiche Wirkung auf den Gesundheitszustand. Ja, scharf nickt schon. Deswegen kommt es darauf an, dass man möglichst sich vielseitig ernährt. Also habe ich mal gedacht, ich zeige, wie man leicht so mehrere Speisen herrichten kann. Und die stelle ich euch jetzt vor. Ja, ehe die Tiere hier noch unruhiger werden, die gerne aus dem Eingang raus wollen, wandern wir mal nach hinten. Ich habe das Ganze jetzt... mein Zuschauer folgt mir. Das Ganze mal hallo, wie geht's? Mal andersrum aufgebaut, um die Glaskuppel im Blick zu halten. So, zum Eigentlichen. Ich habe hier die Grundnahrungsmittel am Anfang. Getreide, Milch, Ei und die Vegetarierabteilung mit Kartoffeln und verschiedenen anderen Gemüsesorten. Es gibt davon noch ein paar andere, aber das muss man dann selbst recherchieren. Oh, ist ja sehr anhänglich, das Schwein. So, ja, wir fangen mal doch hier bei der Milch an. Da kann man ganz leicht Käse herstellen. Das geht mit Salz, das man nicht überall findet. Das Ganze kommt in einen Topf und daraus wird dann schon ein hübscher, netter, wohlschmeckender Gouda. Oh, mittelalt, glaube ich. Die zweite Möglichkeit. Wir stellen uns einen Joghurt her. Milch. Dazu dieses wunderschöne Tierfell von der Kuh. Ich denke mal, das ist nur der Becher. Denn ich möchte mir nicht vorstellen, ein Kuhfell zu trinken oder zu essen. So, dazu kann man dann entsprechend Kürbis oder auch andere Früchte packen. Dann haben wir gleich noch Variationen. Als nächstes hätten wir die Heavy Cream. Ich sehe gerade und Butter, also das heißt, wir haben hier erstmal, stellen erstmal die Heavy Cream her, das ist Sahne. Dazu brauchen wir eine Mixing Bowl, eine Rührschüssel. Dann kommt Salz hinzu und das Ganze in einen Kochtopf. Daraus wird dann die Butter. Ein Cheesecake macht man dann mit dieser Heavy Cream, einem Ei, Zucker, Getreide, wie man... Das heißt, ja, hier natürlich in Form von Mehl. Wenn man das herstellt, das zeige ich gleich noch. Das kommt in das Backgeschirr. Und dann haben wir unseren Cheesecake. Pancake. Wieder unser Mehl. Milch. Ein Ei. Das in die Pfanne. Und fertig ist der Pancake. Mit einer Variation. Blaubeeren dazu. Und dann haben wir ein Blueberry Pancake. Sehr, sehr lecker. Das sollte man auch im realen Leben mal versuchen. Dann können wir noch den Grilled Cheese herstellen mit einem Toast. Butter und Käse wieder in die Pfanne und fertig ist der Grilled Cheese. Wir kommen jetzt zur Abteilung Getreide.
Da können wir natürlich unser Brot herstellen, wie das so üblich ist, mit drei Weizen oder Gerste. Die Gerste findet man am Anfang übrigens hier drüben. Das ist eigentlich kein Problem, da dran zu kommen. Diese Fläche ist natürlich jetzt nicht offen, sondern painted. Aber ich denke mal, auch wenn man ein bisschen Verlust hat an Herzchen, man kommt schon dran. Eine etwas sparsamere Herstellung von Brot ist es, wenn man diesen Mörser und Stößel verwendet. Dann braucht man nämlich nur einmal Getreide, stellt dann sein Mehl her und backt das Brot daraus, ein zweites Mal backen, und das ergibt dann einen Toast. So, Teigherstellung. Ganz einfach. Mehl, Wasser, Salz, ne? Stimmt's? In das Backgeschirr. Ich würde jetzt noch Hefe dazu packen, dann gibt es einen schönen Hefeteig, gibt es aber hier nicht. Wir haben also so unseren Teig erstellt. Dann kann man Zucker hinzufügen und wahlweise Obst, Blaubeeren, Himbeeren, Apfel. Auch wieder drei schöne Variationen. Das Ganze in das Backgeschirr ein zweites Mal und fertig ist der Pie. So, die Brezen. Brezel heißt das, Softbrezel. Ich musste auch zweimal hingucken, aber es ist tatsächlich so. Wie jemand, der Englisch versucht zu übersetzen, das aber nicht so richtig hinkriegt. Also die Brezel, die macht man mit Teig, dann Butter hinzu und etwas Salz, das Ganze ins Backgeschirr und fertig ist die Brezel. Zum Schluss in dieser Reihe habe ich hier noch Pasta aufgeführt. Die Pasta selbst kann man hier nicht essen, aber sie bietet eine Grundlage für andere Lebensmittel, andere Speisen, die man danach erstellen kann. Ja, die Pasta, die macht man aus Butter, dem Teig, in die Mixing Bowl und dann hat man schon die Pasta fertig. Das war's in diesem Bereich. Mal gucken, wer von meinen Zuschauern mir jetzt noch folgt. Auch das Schaf macht schon Anstalten. Ja, ich habe ja schon die erste Reihe hier gezeigt. Daraus möchte ich jetzt ganz einfach erstmal diese Fries erstellen aus den Kartoffeln. Also Fritten. Da braucht man nur das Backgeschirr dazu. Man kann das etwas komplizierter herstellen, indem man die Zucchini nimmt, ein Ei, dann Butter dazu fügt und Toast. Mit Hilfe des Backgeschirrs werden dann Zucchini Fries. Das ist das Stock. Stock ist so eine Art Brühe oder vielleicht auch so schon eine Vorstufe der Suppe. Dazu braucht man Kartoffel oder Möhre und einen Topf. Und dann hat man schon den Stock. Man kann auch übrigens Fleisch nehmen oder einen Knochen auskochen. So, wir kommen zur Suppe. Als Grundlage haben wir hier den Stock. Tomate rein oder Seeds, also irgendwelche Saaten, die man hinzufügen kann. Oder einen Kaktus. Ja, das möchte ich mir eigentlich im wirklichen Leben nicht vorstellen. Hier geht es. Ja, und das Ganze in den Topf, fertig ist die Suppe. Das kann man etwas erweitern, indem wir noch Heavy Cream hinzufügen. Das wird dann auch vielleicht etwas nahrhafter. Dazu kommt diese, man nennt sie Cucumber, also das ist eine Gurke, ein Kürbis oder eine Möhre. Und dann hat man eine leckere, hoffe ich, leckere Suppe. Mir fehlt da das Salz. Aber das müsst ihr selbst sehen, ob ihr da noch ein bisschen nachsalzt. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Schön, ich habe sogar zwei Zuschauer. Ich hoffe, es hat gefallen und auch einen Nutzen gehabt. Wenn Bedarf ist, werde ich auch noch ein zweites Tutorial nachschieben. Und bis dahin alles Gute und tschüss.